Genussvoll, einfach und schnell zubereitet. Das Herdöpfel-Gemüseblech ist ein farbenfrohes, gesundes Herbstgericht, das man ganz nach Belieben gestalten kann. Kurze Info vorab: Herdöpfel lassen sich am besten an einem dunklen Ort bei ca. 6 bis 10 Grad lagern. Als erstes Herbstgemüse und Herdöpfel gründlich mit einer Gemüsebürste super waschen. So muss das Gemüse nachher nicht mehr schälen und die wertvollen Vitamine und Mineralstoffe, die in der Schale stecken, bleiben vorhanden. Dann die Herdöpfel, die Rande und die Pastinaken und alle anderen Gemüse in dicke Schnitze schneiden. Als nächstes zwei grosse Zwiebeln schälen, vierteln und zusammen mit dem Gemüse direkt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Zum Gemüse noch die Kichererbsen dazugeben, zwei Esslöffel Rapsöl drüber leeren und alles miteinander vermischen. Zum Schluss rohe Gemüse mit Salz, Pfeffer und Zatar ordentlich würzen, nochmal alles untermischen und für etwa 15 Minuten im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad backen. In der Zwischenzeit 300 Gramm Flowersprout rösten. Übrigens, Flowersprout ist eine Mischung aus Grünkohl und Rosenkohl und beinhaltet viel Eisen, Kalzium und Vitamine. Sobald die 15 Minuten um sind, das Blech mit dem Gemüse aus dem Ofen nehmen, den Flowersprout darauf verteilen, alles zusammen vermischen und nochmal für 15 bis 20 Minuten im Ofen tun. Als nächstes ein Halloumi in dicke Scheiben schneiden und mit ein bisschen Öl in einer Pfanne beidseitig gut anbraten. Das Gemüse aus dem Ofen nehmen und in einer Schale mit einem Esslöffel Naturjoghurt und einer Scheibe Halloumi anrichten und zum Schluss das fertige Gericht noch mit Peterli garnieren. So einfach ist das feine Herbstgericht. Einen guten Appetit!